18 wunderschöne Österreicherinnen wurden von der Miss Austria Corporation unter der Leitung von Silvia Schachermeier im Missencamp auf die Miss Austria-Wahl 2014 vorbereitet. Welche der 18 Anwärterinnen schafft es, am 3. Juli die Jury von sich zu überzeugen und zur schönsten Frau Österreichs gekrönt zu werden? Kommt die neue Miss Austria vielleicht wieder wie im Vorjahr aus Tirol? Ich bin die Doris, bin 19 Jahre alt, komme aus Wattens und bin die Miss Tirol 2014. Ich studiere Rechtswissenschaften und in meiner Freizeit mache ich auch etwas mit der Familie und also bin ein Familienmensch und mit Freunden verbringe ich auch gern Zeit. Und natürlich Skifahren, weil wir sind Tiroler. Dass ich jetzt hier sitze, das ist durch eine Freundin gekommen, dass ich hier mitmache. Eigentlich wollte ich gar nicht bei der Misswahl mitmachen, weil ich gesagt habe, das ist nichts für mich. Und ja, sie hat mich da angemeldet, hat gesagt, nein, ich weiß, du hast das Potenzial dazu und es ist sicher was Richtiges für dich. Und also, wenn ich ehrlich bin, ich hätte mir nicht gedacht, dass ich so weit komme. In meinem privaten Leben laufe ich oft mal mit dem Jogger herum, Haare irgendwie ungeschminkt. Aber ich denke mir, als Miss sollte man schon immer top gestylt ankommen. In meinen Augen muss eine Miss sehr natürlich bleiben. Ich finde es ganz unmöglich, wenn sie überschminkt sind, wenn sie überstylt sind. Und wir sind natürlich bemüht, das Optimalste, die Natürlichkeit der Miss zu unterstreichen. Ich bin die Sibel Alak, ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus Zirl, also das ist in der Nähe von Innsbruck. Und bin die Vize-Miss Tirol. Ich bin ein offener Mensch und sehr hilfsbereit. Und ich lache gern. Also ich mache sehr viel Fitness, also dreimal die Woche. Und ich gehe nebenbei auch so, also joggen im Wald oder so. Ja, man muss auch eine gute Bikini-Figur haben. Und die kriegt man also nicht nur vom Sitzen. Ich sollte die Miss Austria werden, weil ich denke auch, dass sie unser Land einfach gut vertreten kann. Ja, ich habe halt nicht das typische österreichische Aussehen, also ich meine jetzt blonde Haare und blaue Augen, aber ich denke, so ein bisschen südländisch hat man sicher Vorteile. Optische Vorteile haben augenscheinlich auch die beiden Vertreterinnen Niederösterreichs. Ich bin die Silvana Buena, bin aus Weißenalbern, das ist im Bezirk Gmünd, im Waldviertel, in Niederösterreich. Ich glaube, den meisten Mädels gefällt das Catwalk-Gehen so gut, weil man sich selber präsentieren kann. Überhaupt zu einer Musik ist es total super, also wenn ich schon daran denke, würde ich auch am liebsten aufstehen und das Gehen anfangen. Letztes Jahr wurde ich Vize-Miss Niederösterreich, konnte aber leider nicht ins Missencamp, weil ich Lungenentzündung bekam. Jetzt ist es aber so, dass die Miss Niederösterreich 2014 und die Drittplatzierte, die können aus welchen Gründen auch immer nicht ins Missencamp. Und jetzt haben sie mich gefragt, damit die Jenny nicht alleine ins Camp muss. Also ich bin die Pani Jenny, ich bin 24 Jahre alt, bin die Vize-Miss Niederösterreich 2014. Meine Hobbys sind Reiten, Laufen, Natur genießen, Modeln, Tanzen. Ja. Es war so, dadurch ich ja vorher schon gemodelt habe, habe ich mir gedacht, so, jetzt bin ich 24, wenn dann jetzt noch, also mit 25 bin ich wahrscheinlich schon zu alt. Oder wer weiß, wie ich dann ausschaue. Und ich habe das jetzt quasi als letzte Chance genutzt. Und ja, ich freue mich wahnsinnig, dass ich überhaupt so weit gekommen bin. Ich denke mir, dass ich charakterlich und optisch gute Eigenschaften habe für die Miss Austria. Und ich könnte es mir gut vorstellen. Also ich kann mich in dem ganzen Konzept gut sehen. Ob eine der vier Schönheiten zur Miss Austria 2014 gewählt und somit Österreich beim Miss World Contest in London vertreten wird, erfahren Sie am 10. Juli um 20.15 Uhr auf Puls 4.